Guten Morgen, ich stelle Ihnen heute passend zur Jahreszeit einen Sommerthriller vor, und zwar den Titel 42 Grad von Wolf Harlander. 42 Grad, da kann man ins Schwitzen kommen, wenn man denn vorher genug getrunken hat, und genau das ist das Problem in diesem Szenario, denn der Sommer dauert in dem Roman hier schon sehr lange und mehr wird das Wasser knapp, zuerst in den Flüssen, Talsperren und dann schließlich auch aus den Wasserhähnen kommt leider nichts mehr raus. Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Polizisten ermittelt und stellt fest, möglicherweise ist das nicht alles Naturereignis, sondern da scheint auch jemand nachzuhelfen bei Wasserversorgung, bei Wasserwerken. Das ist ein hochspannender Thriller für Freunde von Frank Schätzing oder von Andreas Elsberg. Sehr zu empfehlen. Als Ausgleich empfehle ich dazu gerne für Leute, die sich dann unnötig Sorgen machen, ein Buch unseres bayerischen Stammesphilosophen Karl Valentin mit dem Titel Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist. Vielen Dank.